Hallo und herzlich willkommen, ihr geilen Schergen, zurück bei Saints Row 4, dem superheldigsten Superhelden-Let's Play aller superheldigen Zeiten. Sarazar, du geiler Superheld, wie geht's dir? Mir geht's super, richtig super, super. Ich bin heute fulminant gut gelaunt. Ich bin jetzt endlich als Superheld hier unterwegs, beziehungsweise als Superheldine. Das ist ja super, einfach wie alles einfach super ist heute. Ich könnte vor Superigkeit gar nicht mehr. Heute ist einfach ein schöner Tag. Heute bin ich einfach richtig begeistert. Was ist das denn hier? Oh, hier ist heute machen wir mal eine Overacting-Folge. Hab ich gehört. Overacting kenn ich nicht. So, Overacting. Alter, wie scheiße sieht das denn aus hier? Ey, was ist das? Es kann doch explodieren, es kann sich eine Explosion bringen, Junge. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Ich bin hier beim Spalt, ich bin hier beim Spalt. Ach, ich sehe schon, du bist auch beim Spalt. Wie kann ich das nochmal? Warte mal, ich habe wieder alles verlernt. Alter, Sarazar, Geld abholen, du kannst ja gar nichts, du Kacknoob. Warte mal, gefälligst Geld ab. Nee, du musst Geld abholen. Wie mache ich das schlechte Kommentare? Schreib dem Sarazar in die Kommentare, er soll Geld abholen. Der kann gar nichts. Was machst du denn da? Wo bist du überhaupt? Ich überleg gerade, wie ich das kaputt machen konnte. Boah, ich weiß ja echt nichts mehr. Muss ich da wen reinwerfen? Alter, das ist ein Spalt, da müssen wir reintauchen, du Eumel. Aber, ach so, den kann ich ja gar nicht kaputt machen. Nein, hier, betritt Tempospalt. Huch, betritt Tempospalt. Nein, ich will nicht. Doch, betritt den sofort haben wir doch den schon. Tempospalt. Nein, der ist rot. Gecheckt. Der ist rot, den haben wir noch nicht. Der ist rot. Das ist bei mir blau. Na, echt? Bei mir ist der rot? Ja, deswegen dachte ich, das wäre auch ein, Hä, bei mir ist der rot? Deswegen dachte ich, das wäre so ein ganz tolles Ding. Warum ist er bei mir rot? Ich dachte, das wäre jetzt so ein super mega Spektralspalt, der mir irgendwelche tollen Utensilien bietet. Wie warum ist er bei mir rot? Wie beispielsweise ganz tolle Datensammlung. Warum ist er bei mir rot? Glaube ich, sie rot. Ja, aber echt mal, so eine Scheiße. Ey, wir haben in der Folge schon gar nichts geschafft, du geile Hippe. So. Hey, du Spastenkopf. So. Du kleiner drolliger Fickfehler. Es regnet tote Frauen. Ja, geil. Juhu. Arschtrete Folge, Schnauze. Bam. Bam. Sieht aus wie Sarazar. Weg damit. So, oh, da bist du ja. Ich will auch treten. Was macht voll Spaß mit dem Treten? Oh. Aber das tut mir leid irgendwie. Das mit dem Auto ist jetzt nicht so geil. Mit dem Overacting kann ich nicht so gut. Ich auch nicht. Liegt mir einfach nicht. Du Spasti! Auto, geil, Auto, geil. Ich bin nicht weg, Junge, ich bin nicht weg. Ey, komm, wir fahren Auto. Jolo, Alter. Ich meine, du hast was gelernt, Alter. Bomb dich, Scheiße. Scheiße, Dreck, ja. Alter, ist voll scheiße, kann ich nicht. Nee, ist behindert. Hier, fürs Overacting. Was machen wir jetzt eigentlich in der Folge? Wir haben noch nichts. Lass mal eine Mission machen, oder? Ja, ich bin deprimiert. Ich habe mal einen Bullen gemacht. Mission. Ja, Mission ist ganz gut. Willst du auswählen? Möchtest du gerne? Ich fahre noch ein paar Leute tot, damit wir noch mehr Cops am Arsch haben. Das wird ja langweilig. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich freue mich, aber das wäre gelogen. Okay, Aufträge. Wir haben 7 Stück zur Rate. König von Stillwater, rette den King. Das wollten wir ursprünglich schon mal machen. Achso, du suchst gerade aus. Das ist sehr gut. Ja, dann warte ich einfach auf dich. Ja. Oder wir retten Asha. Nein, weißt du, wir retten Pierce. Asha, wir will den Asha retten, Alter. Ist Asha erstmal retten? Wird das Asha rasiert oder warum müssen wir es retten? Oh Gottchen. Was denn? Oh mein Gott, das halte ich nicht lange durch. Du kannst eine Spongo-Witze machen, Alter, aber ich halt mal deine Fresse, du kleiner Bongo, ey. Ich raste sonst aus und werde zum wahnsinnigen Overactor. Hast du gerade du kleiner Bongo gesagt? Was bist du denn für ein Afrikaner-Nazi? Ja, aber echt mal. Jetzt hätte ich das so gemeint. Das, ja, natürlich, das wenn muss ich dir vorwerfen. Das prangere ich an. Pimmack, du Pinkelfehler. Pinkelfehler? Das ist aber neu, Alter. Du Spritzbrille, Alter. So, ich soll mich übrigens, Alter, ich hab in den Kommentaren gelesen, ich soll mich als Klo verkleiden. Rosettentieftaucher. Hast du bei Rumpel gelernt oder was? Warst du in der Lehre? Ich hab die große Lehre gesehen. Mir ist spontan eingefallen, weil ich mich so oft mit euch umgebe. Hier, komm hier rüber. Ach, da drüben. Ich hatte nur das Ding da. Du kleiner Schwung. Jetzt halt die Fresse, es geht los. Ich bin deinen Freund Pierce. Are you sure you wish to retrieve him? What kind of a question is that? An honest one. Historically, you spend nearly half your time ridiculing him. Yeah, but it's all in good fun. Making a man who risks his life for you and what you stand for the butt of your comedy routine is all in good fun? Yes. You're a terrible person. Can you give me the goddamn cipher? I'm saving his life, you know. You don't have to convince me. Just yourself. Drink up. We're talking about this later. Energy drinks. Das ist der Saints Flow Energy Drink. Davon werde ich ganz aufgedreht. Face of the Saints, Pierce Washington was always comfortable in the public's eye. Some may think he's gone soft because of this. He's always been loyal to the crew no matter what had to get done.
Der Pierce, der Pierce. Damn it, get away from me! Pierce, hang on, I'm coming! Saints Flow? Okay, this is not what I expected. Boss, am I glad to see you? Hold on. This is your greatest fear? Marketing gone bad? Bad? Our own IP is attacking us and you're making jokes? These things are trying to kill me! Or pour you a drink, ever think of that? Okay, let me stop and ask them if they're just trying to serve me a cold, refreshing drink. Schöne Hude, ne? Kennt man auch vielleicht. Ja, gefällt mir ganz gut. Oh, gefällt mir ganz gut. Oh, oh, oh. Oh, shit. Come on, we need more guns. Hey, wait, you took my line. And there's a reason for it. Now move! Load up over there. Hier gibt's eine MP. Und hier ist eine Schar Rotflinte. Jetzt reicht's aber langsam hier. Boah, Alter, du scheiß Dose. Eigentlich stehe ich auf geile Dosen, aber das hier ist lächerlich. Auf geile Dosen? Du bist so ein SM-Typ eher, ne? Der so ein. Also reinpassen würde deiner ja in die Dosenöffnung. Ja, ich weiß ja nicht, was du für Maßstäbe anlegst, mein Lieber. Aber es muss schon eine große Dose sein. So. Ich öffne mal die Kiste. Panzerfaust. Schnauze. Habt ihr mir in die Eier getreten? Ach, das bist du. Ja, ich bin ein lieber Kerl. Halt, eigentlich. Da ist noch was. Ja, da liegt echt noch was. Was können wir uns denn erholen? Sammeln wir die Panzerfaust ein. Okay. Dann müssen wir rüber. Der Pierce ist auch da drüben. Oh! Hier kommt Paul! Paul? Was, was, was? Das ist mega, die Megadose. Angriff der Megadose. Oh mein Gott! Ich hab die. Okay, ich muss Munition. Was ist mit dir los? Ich bin ja noch am Leben. Es ist Pierce. Es ist der gute Pierce. Herr Brosnan. Ich habe ihm gesagt, er soll kein Piercing machen. Er hat es nicht sein gelassen. Nein, oh, oh, oh. Wo ist er? Hast du ihn aufgehoben? Ich dachte, der lag da vorne. Ich bin heute tierisch verbasselt. Liegt an dem Saints Flow Energy Drink. Greife Paul an. Wow! Auf die Fresse, du Kleiner! So, und friss Raketen, du! Halt deinen Schnabeldose richtig. Siehste, in der Größe rede ich bei den Dosen. Von der Größe. Ach, du warst der Tornado. Ist es ein Tornado? Huch, was passiert? Ist es ein Hurricane? Vorsicht. Nein, es ist Gronks Penis. Der hat auch einen guten Saints Flow. So, Prost, sag ich da mal. Du bist ein Hans, ey. So, los geht's. Boah, die fliegen aber ganz schön lang. So, wir brauchen auf jeden Fall Töte die Dosen. Das kann ich besonders gut. Boah, es werden immer mehr, es werden immer mehr. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich brauche Leben, glaube ich zumindest. Brauche ich gar nicht, aber es ist cool trotzdem so. Und du gehst auch noch drauf. Ach scheiße, keine Superkräfte mehr. Ja, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und wir brauchen Muni für die Panzerfaust. Aber gibt's keine. Schieße Raketen auf Paul, aber woher? Woher? Dabei gab's die doch bei Sky im Abo extra. Wir haben keine Raketen, Alter. Denn so kriegen wir den nicht platt, oder? Nee, schieß Raketen auf Paul. Okay, da geht's auch nicht weiter. Ich hab den auf jeden Fall direkt die volle Möhre Raketenpower reingezwiebelt. Ich auch. Nee, hier ist eine unsichtbare Wand. Ja, ja, hab ich festgestellt. Warte mal, vielleicht was hier rüber? Was wirft der da jetzt? Warte, der wirft da irgendwas. Hier kommt man nicht runter, hier ist ziemlich tief. Er wirft Sofen! Vorsicht, er wirft Sofen! Oh. Ist der denn ein Philosoph? Oh. Overacting-Folge. Ich bring euch alle. Oh. Wo kriegen wir Raketen her? Alter. Ich will Raketen. Diese Raketen auf Paul. Ja, aber woher? Warte, ich mal noch ein paar Purzelbäume zu. Warte, der wirft gleich wieder was. Nein. Der grabbelt sich wieder was. Ich hoffe, dass da gleich ein paar Raketen mit rumkommen. Ja, grabbel doch mal. Klar, der hat immer Sofas in den Raketen. Raketen in den Sofas. Oder vielleicht hier in diesem schönen Küchenzeile. Hallo, darf ich dir zufällig ein Getränk anbieten, lieber Gronk? Das wäre super. Was willst du denn? Oh, ich glaube, ich nehme eine Coke. Ja, einfach eine Coke mit Eis habe ich leider nicht. Aber nee, ich habe ohne Dose Eis. Nehm ich aus ohne der Eis. Dose? Oh, aus der Dose oder was? Nee, direkt aus der Dose trinke ich selten. Kommt immer darauf an, bei wem. Ey, hier! Geil! Was? Rocket Shit. Was, Rocket wo? Shit. Ohne Schitte. Kanitte. Das ich sind doch Sofen. Nee, ich habe eine Rakete. Ja, zieh noch eine rein. Bam.
Bitch, du kriegst auf den Nabel. Genau zwischen die Augen. Oh, der geht auf den Deckel. Nee, mitten ins Auge. Oh, wieder weg. Ah, jetzt kommen wieder die Kleinen. Den geben wir es aber hier. Saures, saures. Heute gibt es saures. Aua, der gab's. Aua. Das reicht aber. Digo, was geht ab bei dir? Erzähl doch mal was. Raketen. Ich habe gerade Raketen gesammelt. Na, dann zeig mal, was du kannst mit deiner kleinen Rakete. Ja, warte. Bevor ich die voll abfeuer, muss ich aber die Dosen platt machen. Ich bin ein Superheld. Ich sehe schon, du bist so super. Oh ja, ich krieg vor allem hier voll auf die Mütze. So, kommst du klar mit den Dosen? Ja, ich muss ja. Einer muss es ja tun. Okay, warte, dann baller ich. Ich hab Raketen. Shit, ich hab grad auch eine Mannschaft Raketen umgestellt. Na los! Fuck, der bewegt sich zu doll. Alter. Die brennen. Warum brennen sie auf einmal, die Herren? Die Herren Dosen. Okay, ich hab auch noch Power, Raketenpower. So, ich hab auch wieder. Ich will den Rocket Launcher. Der ist so bescheuert. Warum wirft er die ganze Zeit Raketen auf uns? Beweg dich nicht. Ja! Yeah! Wir haben die Bitch geslappt. Kenzie, where the fuck have you been? How do you know its name? I've been trying to figure out how to make you large enough to fight that thing. What? Just get to the island with the big statue on it, okay? And get Paul's attention so he follows you. Geil! Paul's not gonna stay down. Figured. Kenzie's got a plan. Bevor du da reinfliegst, zu spät. Bevor du da reinsteigst. She says we have to get to the statue. Du hängst bei mir noch draußen. Ich auch. All I know is we have to get Paul to follow. Dann bleib draußen. She better have something big planned in. Ich will dich zu einem Purzelbaum-Contest herausfordern. Purzelbaum-Contest. Wer gewinnt? Purzelbaum-Contest. Wir suchen uns in Ziellinie und wir dürfen uns nur mit Purzelbäumen nach vorne bewegen. Okay. Ist das nicht geskillt, Junge? Das ist der Ballermann, yo. Der Overacting-Folge. Leute, ihr kleinen Bitch-Slapper da draußen. Heute machen wir was richtig Geiles. Wie macht man die Purzelbäume nochmal? Ey, Alter, du bist so ein Kackgun, ey. Das ist echt unglaublich. So macht man Purzelbäume, yo. Hast du jetzt nicht mit 6 Jahren in der Schule gelernt? Ich dachte, so macht man die. Big deinen kleinen Penis. So, tschüss. Mach du deine scheiß Purzelbäume. Ich bin weg. Ich bin raus, Junge. Du kannst Junge. Mich doch nicht hier alleine lassen. Ich bin raus, du Junge. Spaten, Alter. Ich kletter auf den Heli. Ich bin hier, raus wie Küstenheli. Hier. Alter, da müsste ich eigentlich so kaputt machen. Ja, ich bin aber schreddertastisch, Alter. Sieht auf jeden Fall episch aus. Nicht dran. Ja, ich bin der King in the Ring. Jetzt aber mal ernsthaft. Darf ich mal wieder einsteigen? Ja, dann steig doch mal ein. Mit E übrigens. Ist neu bei dem Spiel. You're so afraid of this stuff. Why were you the face of the Saints? Well, the money helps. And who said I was afraid of it? This is like when something you love is trying to kill you and you just can't stop it. Yeah, like dating. Exactly. Was eine fette Dose, Alter. Ja. Aus der haben wir auf E3 geschlürft, weißt du noch? Ich habe sogar noch ein Getränk hier und wir haben auch eins im Studio von Saints Flow. Das dürfte sogar noch haltbar sein. Oh, die stehen auf, Alter. Aber auf einmal will ich sie nicht mehr trinken. Oh, fuck. Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nein. Sie ist auf die Schnauze geflogen. Dummes Ding, du. Aber die steht bestimmt gleich wieder auf. Wie sieht der Boden aus hier? Das sieht ja voll scheiße aus alles. Ja, wir sind wieder in der Simulation. Da sind echt alle Daten geladen gerade, wie es aussieht. Ah, ja. Hast du noch nicht genug Datensammlungen aufgetrieben? Offenbar nicht. Wir dürfen wieder landen und jetzt zeigen wir es dieser Kleinen. Okay, get inside the statue of Joe Magarak. Okay. Now the statue has a name? Seriously, you didn't know that. Nobody tells me anything. So, wir müssen in die Statue rein. Ich habe immer noch keine Superkräfte. Nee. Huch. Meine Superkraft ist, die Statue zu betreten. Ach was, hä? Das ist eine andere Simulation hier. Deswegen haben wir keine Kräfte gerade. Das ist die Simulation von Piers, klar. Die größte Angst von Piers sind die Dosen. What the fuck is this shit? Glad you like it. Geil. Nee. Geil, wir sind jeder einer. Geil. Boah, ich zieh mir jetzt gerade mal von hinten rein. Das sieht Hammer aus. I have a block button. Geil. So, wir müssen auf jeden Fall ablocken, wenn er seinen Mega-Tritt macht. Okay, jetzt blocken. Careful, he's gonna laser eye you again. Laser eye? Boah, scheiße. Komm, den geben wir jetzt aber richtig hier. Komm, wenn wir richtig draufballern, Alter, dann machen wir den kleinen Schniedel platt. Du willst doch schnell noch deinen Schniedel reinstecken. Jetzt passt das doch mit der Größe wieder. So, do I get to drive that thing next? Keep dreaming. So, abgeblockt. Zum Teufel kann er bouncen.
Yeah, drauf da! Bams, bitch! Los! Bam! Er liegt am Boden, immer noch mal schön rein da! Get out the way! Move, bitch! So! Dich führe ich dem Recycling zu! epischeschlachtsprüche.de Hat der denn einen grünen Punkt? Gleich ja, wenn ich mit dem fertig bin. Du wolltest es doch. So, du wolltest doch was in der Dose machen. Das noch. Ist der aufregendste Fight, den ich je gesehen habe. Finde ich auch. Bist du auch so angespannt voller Adrenalin? Natürlich, du kennst mich doch. Bomb mal so ein bisschen mit dem Schlegel drauf. Vielleicht geht das schneller. Mit dem Tobi? Ja. Also jetzt langsam ist lächerlich. Bing dein Ding. Klingelingeling. Oh. Aua. Das kann doch nicht sein. Die Dose müsste demoliert sein. Selbst eine lebensgroße Dose. What's the matter, Paul, huh? Hab ich dich getroffen gerade? Warte. Oh mein Gott. Komm schon. Don't worry, Paul. I'll pour one out for you. Oh, that's right. Pop that top. Let's make a monument. Yeah, that's a good look for me. Was war das denn jetzt eigentlich? Das war voll lächerlich irgendwie. Das war voll lame. You ready to get out of here? Yeah. Can't wait to get back to Earth. Right. Forgot to tell you. Earth got blown up. What? Er weiß es ja noch gar nicht, der gute Pia. Nee. Das begann doch Saints Row 3 auch. Der ist ein guter. Also die Aufgabe war jetzt wirklich nicht so mega schwer, aber ich feiere halt, dass bei Saints Row 4, dass es da so viele Minigames gibt. Das feiere ich extrem. Level 2. Ich muss mal wieder Bargeld abheben. Ich habe das ja letztens gemacht. Ey, ich bin schon Level 33, ganz knapp. Echt? Ich bin gerade 32 geworden, das gibt's ja gar nicht. Übrigens, Besatzungsmitglied Pierce Washington. Pierce wurde wiederhergestellt und befindet sich nun auf dem Schiff. Besuche ihn, um zu erfahren, wie man es sich gut gehen lässt. Ey, geil, neues Besatzungsmitglied, lass ich gleich mal durchvögeln. Ja, ist doch genau das Richtige für dich, der Pierce. Ja, ich weiß schon, wer da wieder seine Schenkel nicht zusammenhalten kann. Pierce Washington. Pierce befindet sich im Telefonbuch des HUB-Menüs. Er hilft den Saints im Kampf. Okay. Das ist ja spektakulär. Es ist mega spannend, mega aufreibend. Der Kampf gerade war interessant. Ich bin völlig aus dem Häuschen, mein Ich bin Freund. Auch völlig mitgerissen einfach. Und da sind wir ja schon an Bord. Ja, da sind wir wieder. Hi, Kinzi, du Schnecke. Kennst du eigentlich Kinzi Lohan? Alter, ey, das wird echt nicht besser. Komm, geh den Pierce durchficken, Alter. Das wird nicht besser, ey. So, wo ist er denn? Durchnagel den Pierce. Sorry, wenn ich solche Kraftausdrücke heute benutze, aber wir haben uns dafür entschieden, jetzt härtere Töne aufzuschlagen für diese Folge. Wir haben uns entschieden... Ey, die Matt Miller-Schlampe will mal wieder von der durchgenommen werden. Ja, genau. Das billige Beeflittchen. Liebe Freunde der guten Let's Play-Unterhaltung, es tut mir wirklich sehr leid, dass ihr so vulgäre Wortwahlen hier aufgetischt bekommt. Aber das ist nun mal ein Blauwal der Gronkh. Halt dein verficktes Lustmaul, du Schlampe. Ach, du kleiner Käsepenis. Ja, du musst es ja wissen, du magst ihn ja nussig. Das rieche ich auch, Alter, wenn ich immer neben dir aufnehme. Hör auf, ey, das wird nicht besser hier gerade, es wird nicht besser. Und außerdem rieche ich das immer beim Rumpeln aus dem Mund. Aus dem Mund, genau. Ich weiß doch genau, wo du schnüffelst, Alter. Kann seine Nase wieder nicht aus dem Nutella-Glas halten. Okay. Ich glaube, das muss reichen für diese Folge. Wir sollten das wirklich lassen. Ich bitte um Vergebung, demütigst für diese Folge. Ich wurde vom Gronkh dazu gezwungen. Ach ja. Wie er wieder alles auf mich schieben will, der kleine Schnüffler. Du warst auch schon mal auf der Astlochinsel, ne? So, ey, aber wo ist denn der Typ jetzt, sag mal? Ich schlage lieber noch ein paar Purzelbäume. Da mache ich mit. Nee, ach, geht der hier nicht irgendwie? Nee, warte mal, das können wir doch. Müssen wir eigentlich hier? Nee, hier kann man nur springen. Moment. Ich bin ja clever im Gegensatz zu dir. Dunkel, Mann. Boah, hatte aber ich grad ihn trotzdem nicht gekennzeichnet auf dem Schiff. Ich auch nicht. Ich sehe nix. Ich habe den gerade markiert, den Auftrag. Boah, ich bin lieber ruhig. Ich sag nie wieder mehr, dass ich clever wäre. Mission starten. Der ist so, aber auch nicht hier. Ah, ich hab's gemacht. Doch, ich hab mich einfach nur verklickt. Warte, ich kenn den jetzt. Ich verrate dir den Tipp nicht, weil ich so cool bin, weißt du? Du hast die Aufgabe angenommen.
Triff dich mit Piers. Hä? Wir sollen uns gar nicht hier mit dem treffen. Ach, wir müssen in eine Simulation. Alter, wie lame. Der ist in der Simulation, Schild. Das hättest du mir auch mal früher sagen können, aber du wusstest es einfach nicht besser. Ja, stimmt. So. Ich bin doof, ich geb's ja zu. Okay, dann werden wir in der nächsten Folge rausreisen. Dann gucken wir mal, welchen schönen Startpunkt wir aussuchen und sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Bis dahin, ciao. Mit, nee, diesmal nicht. Wir spielen kein GTA 5, Junge. Mit IV. Wo das V passt. Ciao mit IV. Yo. Mach aber kein H vor. Ja, das war's also aus dieser Folge Saints Row 4. Die war ein bisschen wild, aber hey, immerhin hat man eine flotte Dose am Start. Ja, flotte. Du stehst ja auch auf Dosen, wissen wir ja. Ja, wenn man weiß, was Dosen sind, allgemein, dann ich stimmt das auch. Ich sag nur Sid. Ja, Sid ist aber keine Dose. Das ist ja deine Liebespuppe, deine ostasiatische. Ey, nichts gegen Sid, ja? Obwohl ostasiatisch ist ja keine Beleidigung, muss man sagen. Es gibt sehr nette Menschen. Ja, natürlich. Meistens sogar netter als wir Europäer. Und Liebespuppe ist bei manchen Menschen auch keine Beleidigung. Aber wir müssen jetzt die Fresse halten und abmoderieren, weil sonst passt das nicht mehr in den ganzen Snippet hier. Ja, da hast du recht. Okay, bis zur nächsten Folge. Tschüss.